Hey zusammen und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Victoria 2 mit dem Osmanischen Reich. Und ja, jetzt gucke ich gerade mal, wo wir stehen geblieben waren im letzten Part. Genau, gab es ja diesen Krieg gegen Österreich und ja, der Bruderkrieg war das mehr oder weniger. Da hat Deutschland sich dann die Vorherrschaft über Deutschland gesichert, beziehungsweise der Norddeutsche Bund, und konnte dann Bayern und Württemberg und auch Baden oder so, was es auch immer hier noch gibt, ja, hier Baden, aus der Sphäre von Österreich lösen. Und bei mir andererseits ist hier im Osten das britische Empire eingefallen. Und das habe ich erst jahrelang, also monatelang, gar nicht gemerkt. Und ja, im Nachhinein bin ich dann dorthin und habe dann die britischen Truppen weitestgehend zurückgeschlossen. Dann wurde auch schon zurückgedrängt und dann wurde auch schon Frieden geschlossen. Von daher braucht man ja sich gar nicht so viel aufzuregen. Der Krieg wurde im Endeffekt gewonnen und ja, jetzt geht es erstmal weiter. Wieder ein bisschen hier schauen, wo wir denn waren. Mal ein bisschen vielleicht die ein oder andere Armee ein bisschen auffüllen. Denn ja, es war ein kurzer Krieg. Allerdings war er durchaus auch sehr verlustreich. Also, das war ja schon gut. Und ja, wir wollen dann ja als nächstes hier wahrscheinlich wieder irgendwas hier angreifen. Also entweder hier Persien oder eben auch Ägypten. Wie geht's denn hier mit der, ja, Vorantreibung der Bürokratie voran? Ah, Palästina, Libanon, da waren wir gleich am weitesten, ja, fast 80%. Oh. Diese Kolonialmacht habe ich natürlich gar nicht. Durch Versorgung gebotene Kolonialmacht. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich hier, das ja alles kolonisiert, die ich hier erobert habe. Und das wird dann wohl irgendwie als gebotene, ja, muss ich dafür irgendwie Versorgung zahlen oder sonst was. Ist jetzt nicht so gut. Wie kann ich ja meine, ja, Kolonialmacht erhöhen? Ich glaube, das geht eigentlich nur, indem ich größer werde beziehungsweise aufsteige in der Tabelle hier. Wenn ich jetzt hier einen Staat überhole, wäre denn vor uns die USA. Was ist das denn? Zur Beendigung eines Konflikts. Österreich schlägt vor, den Konflikt zu unserem Gunsten Vorteil beizulegen. Ja, dann ist er okay. Das muss ich halt mal gucken, was da mit diesem Kolonialkram ist, denn so geht das natürlich nicht hier. Aber zuvor will ich doch nochmal was hier militärtechnisch forschen. Das hat jetzt doch ganz schön gelitten. Genau, wer ist denn vor uns? Also wir haben jetzt hier, das ist die USA, die gesamt 616 Punkte hat. Na gut, da kommen wir nicht ran. Ne, 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 ne. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Die Frage ist halt, ob ich jetzt noch mehr dieser Provinzen erobern soll, überhaupt erobern soll. Wenn es da jetzt irgendwie so, keine Ahnung, in Verruf bringen, warte mal, Berater ausweisen, Botschafter ausweisen von Russland. So, Nachbarn. Wir hatten ja da Griechenland ein bisschen, ich glaube, wir wurden davon ausgewiesen, wahrscheinlich. Ein Bündnisangebot von Bayern, jo, locker, Bayern ist gut. Die sind noch unabhängig, also nicht in der Sphäre von Preußen. Ansonsten würde ich jetzt hier nochmal ein paar Fabriken bauen. Mal in Bulgarien vielleicht nochmal eine Handfeuerwaffenfabrik und dann in Barsa
baue ich mal eine Sprengstofffabrik und in Bosnien nochmal eine Munitionsfabrik. Dann würde ich ganz gerne auch noch in Bagdad eine... Oh, da ist das Geld schon weg. Naja. Jedenfalls, die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Das kann nicht schaden, denke ich. Was ich jetzt gesehen habe, wir brauchen unbedingt mehr Artillerie. Die baue ich mir jetzt auch. Die hat ganz schön gelitten. Also da haben wir hier, schau mal. Also hier haben wir jetzt 3, das habe ich schon gesehen. Aber hier haben wir zum Beispiel 0. Hier sind 0, 2, 4, 4. Aber wenn wir jetzt 2 haben, wir überhaupt keine Artillerie ist. Und das geht so natürlich nicht. Also Palästina haben wir jetzt fast 60%. Und im Libanon sind es 81. Genau, hier habe ich jetzt meinen Fokus. Und wo ist der noch? Wo gäbe es denn noch? Wir haben jetzt irgendwas entdeckt. Große Entdeckung. Na gut, das ist Hinterlader. Aufrüstung, gut fürs Militär. Genau, was haben wir denn hier für Region, wo wir eventuell noch nichts gebaut haben? Konya, Südserbien, das sind so Provinzen, wo wir noch Potenzial haben mit Menschen, wo viele Menschen leben. Konya. Wo ist Konya? Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht richtig ausspreche. Was ist das? Moment mal. Griechenland ist kollabiert. Russische Fraktion wird zur neuen Regierungspartei. Ich glaube, Griechenland herrscht jetzt Nationalisten. Und dann baue ich hier in Konya noch eine Konservenfabrik. So, was ist denn jetzt hier mit Griechenland? Absolute Monarchie, russische Fraktion. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Wie schaut es denn jetzt hier aus mit unserer Arte? Die Arte wird gebaut. Wie schaut es mit der Infamie aus? Es ist noch gar nicht so wenig, also. Verbesserte Technologie, Kolonialmacht. Man muss doch irgendwie durch Technologie Kolonialmacht bekommen. Aber durch welche? Kriegsmöglichkeiten, Moral? Nein, nein, nein. Hier auch nicht. Maschinenteilefabrik kann ich jetzt bauen. Zu viele Events. Jetzt hat die Bevölkerung hier verringert in Mittelägypten. So, die Artillerie wurde jetzt teilweise fertig. Dann schicke ich die doch auch gleich mal hier rein. Aber jetzt würde ich mal hier weiter gucken, weil wie gesagt, das muss man auch irgendwie machen können. Massenpolitik. Militärpläne erforscht. Sehr gut. Organisation. Nee, hier sieht es auch schlecht aus. Hier hätte ich ja schon geguckt. Es ist Prestige. Nee, nee, nee. Also hier schon mal nicht. Wahrscheinlich wird sie dann irgendwann durch Zufall erhöht. Genau. So, was fahre ich mal als nächstes? Hier. Ein bisschen bessere Artillerie. Kann ich schauen. Welche Armee war noch ohne Arti? Genau die da unten. Ne,
Nee, die haben schon zwei Art. Die haben gar nicht so viele Truppen im Großen und Ganzen. 4, 3. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gebaut. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn den Gramm kann man immer gebrauchen. Dann schicke ich euch mal hier hin. Obwohl, komm, die können locker da rein. Das passt schon. Ja, es ist gerade ein bisschen zwiespaltig, weil ich einfach nicht weiß, was das genau jetzt mit der Kolonialmacht auf sich hat. Weil, so wie ich das dann sehe, kann ich da, das glaube ich, nicht zu einer vollwertigen Provinz machen, weil mir dafür die Kolonialmacht fehlt. Jetzt ist die Frage, ich bin da im Minus, also das ist ja schrecklich. Jetzt die Frage, wie erhöhe ich das? Ich finde es jetzt hier auf Anhieb nichts. Ich meine, vielleicht auch hier irgendeine Flottenforschung, das kann alles sein. Versorgungsweise, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber man weiß es ja nicht. Gar nicht so einfach. Kolonialabwanderung, naja. Warten wir es mal ab, was so passiert. Okay, dann baue ich nochmal hier eine Maschinenteilefabrik. Und eine Winzerei. Wo ist mein nationaler Fokus? In Nordmazedonien. Dann kann ich die Fabrik mal ausbauen und hier noch eine Maschinenteilchenfabrik bauen. Gut, gut, gut. Wie sieht es mit der Infamie aus? Müsste mittlerweile, ja, 12. Oh, wir haben jetzt auch Sozialisten bei uns im Osmanischen Reich. Das ist natürlich lustig. Vor allem im Osmanischen Reich ist das nicht so, glaube ich, der Fall gewesen. So verstärkt, aber gut. Koloniale Verhandlungen. Ja, da fehlen jetzt nur noch koloniale Verhandlungen. Die Technologie, was auch immer das, wie man das nennt hier. Die erscheinen ja, wenn man hier die diverse Technologie erforscht hat. Nur, das ist halt zufällig denn irgendwann, dass diese Technologie auftaucht, erforscht wird. Von der kann ich nur abwarten. Aber wie gesagt, ich glaube eh nicht, dass ich hier gerade momentan Kolonien gründen kann, weil ich eigentlich, gar keine Kolonialpunkte habe. Da muss ich halt echt mal gucken. Verfügbar 0, ja. Hier hätte ich jetzt gleich 100, die 1% Bürokraten. So. Immer diese Events, die Militanz geben, ist schrecklich. Militanz ist ja, wie hoch die Unruhen in deinem Land sind. Und, aber das geht ja uns noch ganz gut. Warte mal, ist da gerade Ungarn? Unabhängig. Ungarn. Achso, ne, warte mal. Ich guck grad mal. Konflikte, Zentral-Ungarn-Konflikt der Befreiung von Ungarn. Der Norddeutsche Bund will hier Ungarn ja unterstützen, also der unabhängig lassen. Und dann unterstütze ich mal den Norddeutschen Bund. Dann ist ja mein Verbündeter und das wäre sicherlich keine schlechte Idee, wenn hier Österreich-Ungarn, also Österreich, ist ja hier mal ein bisschen kleiner wird. Wie sieht es denn punktetechnisch aus? Aber da sieht es nicht gut aus. Wir sind da ein bisschen unterlegen. So,
Eieiei. Ich glaube, ich mache dann jetzt mal hier einen Krieg rechtfertigen. Region erobern. Oh! Das sehe ich ja jetzt erst. Die Dinger hier verwestlichen langsam. Persien ist verwestlicht. Verwestlicht. Das ist jetzt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich gut ist, denn. Auf der einen Seite, wenn wir die Provinzen erobern, sind es direkt vollwertige Provinzen. Auf der anderen Seite kosten sie aber auch mehr Infamie, also. Das ist ja. So ein bisschen zwiespaltig, würde ich mal sagen. So, ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Garde. Noch ein bisschen mehr Kavallerie. So, die Technologie wurde jetzt fertig und jetzt schauen wir mal hier. Also guck mal, das ist jetzt hier analytische Philosophie, 100% Forschungspunkte. 78 wird die freigestellt. Das bedeutet, wir forschen jetzt mal bis dahin hier was, was uns irgendwie was irgendwie kurz dauert. Ich würde sagen, dafür ja ist doch das hier mal ganz gut, was mir Verstärkung gibt und ja, Erfahrung plus 1%. Mal schauen wir mal. Jetzt, wann ist das fertig? Ja, Februar 69, perfekt eigentlich. Krieg rechtfertigen. Wieso rechtfertigt der keinen Krieg? Komm, brechen wir es mal ab, das ist total schwachsinnig. Vielleicht backt das ein bisschen rum, weil ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe das zwar gesehen, Ägypten ist teilverwestlicht. Also kann sein, dass es da irgendwie ein bisschen noch nicht geht, ganz. So wie ich das will. Hier kann ich mal aufhören zu fördern. Denn da ist schon alles voll. Wo ich mal fördern könnte, wäre. Wo wäre das denn hier? Könnte ich mal Facharbeiter fördern. Ja, willkommen zurück. Es gab eine kleine Unterbrechung. Ich habe eine kleine Unterbrechung reingehauen, weil ich gerade mal nachgeguckt habe, wie man denn die Kolonialmacht tatsächlich erhöht. Also, welche Technologie das jetzt genau ist, kann ich gar nicht genau sagen. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass die Kolonialmacht erhöht wird durch Marinestützpunkte und durch Flotte. Ja, das wusste ich jetzt auch nicht. Liegt einfach daran, dass ich nie so der größte, ja, Flotten- oder Kolonialfan war. Und ich jetzt das Add-on Heart of Darkness, wo das ja neu ist, gar nicht so viel gespielt habe. Deshalb baue ich jetzt mal hier die Küste entlang meine Flottenstützpunkte. Und ich werde dann auch gleich eine Flotte aufbauen. Ganz klar. Die libysche Küste, ja, man kann halt pro Provinz einen Flottenstützpunkt bauen. So, und jetzt baue ich halt noch ein paar. Warum kann ich denn die eigentlich nicht bauen? Warte, man braucht da hier Kolonialstützpunkt. Ja, dann baue ich doch mal hier ein paar Fregatten. Allerdings seht ihr, die sind ganz schön teuer. Fast, also 9, ja, Geld in, pro Tag kosten diese großen Schiffe zu unterhalten. Das ist, ja, eine ganze Menge. Ja, dann baue ich lieber erstmal hier einfach mal überall diese Fregatten und dann auch mal, ja, 22 Fregatten und dann schauen wir mal, wie das sich aufs Geld auswirkt. Wenn ich da so viele Schiffe jetzt gleich auch noch unterhalten muss, das ist, ja, nicht gut. Sage ich ganz offen heraus. Da müssen wir halt ein bisschen was für unseren Gewinn noch tun. Den halt noch ein bisschen steigern. Das sollte ja auch nicht so das Problemchen werden.
Jetzt könnten wir natürlich auch Persien erobern. Beziehungsweise gleich, wenn der Krieg schon fertig gerechtfertigt ist. Da sind wir jetzt aber erst bei 17%, also das dauert wohl noch. Naja. Fast 17, also wir gehen jetzt langsam auf die 17% dazu, dass 17% aus unserem Oberhaus sozialistisch sind. Das gefällt mir nichts, oder das könnt ihr, denke ich mal, nachvollziehen. So, wird dann auch Kavallerie benötigt. Da habe ich... So, das ist jetzt fertig, jetzt spare ich halt für diese Technologie, die mir bloß 100% Forschungspunkte gibt. Hier könnte ich jetzt noch ein bisschen was auffüllen. Bewegt euch mal alle dahin. Gut, das wären alle. Ja, die Marineschutzpunkte, die benötigen natürlich jetzt auch Zeit. Die brauchen ein paar Jährchen, bis sie gebaut sind. In der Regel so 2-3 Jahre. Also werden die nicht gebaut. Ich habe keine Artillerie und keine Konvois. Ne, super. Habe ich schon, nur nicht so viel auf einmal. Also das dauert dann auch noch. Gut. Kohleproduktionsleistung plus 50%. Nicht schlecht. Kann ja mal aus Spaß gerade gucken, wie viel Kohle wir produzieren mittlerweile. 82. Ich glaube, als wir angefangen haben, lag das irgendwie bei 20 oder 30 oder so. Also ihr seht, wie sich das durch die Industrialisierung ja alles auch steigert. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, die ganzen Schiffe werden fertig und ihr seht, wie hier unsere Kolonialmacht steigt. Das ist auch gut so. Und das war ja der Plan dabei, ne? Ja, bald ist der Kriegsgrund da, ich freue mich so. Also der Kriegsgrund ist jetzt da. Dann verschiebe ich mal meine Trüppchen so langsam an die Front. Und jetzt haben wir genug Kolonialmacht und können jetzt hier sogar schon Transjordanien, sehe ich gerade. Können wir jetzt schon zu einer richtigen Provinz machen. Das habe ich jetzt auch getan. Sehr, sehr gut. Ob ich jetzt tatsächlich meine komplette Armee hier für Persien benötige, sei mal so weit dahingestellt. Ich verschiebe jetzt trotzdem mal alle hierher. Ja, und ihr seht, wie sich die Kolonialmacht jetzt steigert. Ja, das Internet hilft da immer. Ich kann ja meine Schiffe trotzdem mal... Ob ich jetzt mit der Flotte, ja, diese alles andere als moderne Flotte hier in irgendeiner Art und Weise... dem britischen Empire Konkurrenz machen kann. Sei mal so komplett jetzt dahingestellt, aber immerhin steigert sich unsere Kolonialmacht und wir können dann bei Zeit auch Afrika kolonisieren. Das ist ja der Hauptgrund auch. So, jetzt komme ich hier und die analytische Philosophie erforschen. Das mache ich jetzt auch. Und dann erkläre ich jetzt noch... Oh, wir sollten eine Expedition... wo entspringt der Nil? Ja, ich schicke mal eine Expedition hin. Ja, ich glaube, Griechenland ist jetzt wieder kollabiert. Da herrschen jetzt, ja... Die griechische Fraktion ist jetzt eine ihrer Majestät Regierung. Und bevor wir jetzt hier Persien ein weiteres Mal überfallen, bette ich im Part. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.